wir sind live. Yay! Ja, Wunderbärchen. Wunderbärchen, wie schön. Ja, so, hi alle, die jetzt gucken. Ich möchte euch gerne Carmen Uth vorstellen. Das ist jemand, den ich ganz kürzlich kennengelernt habe und wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und wir haben über Emotionen gesprochen. Und eine Emotion, die irgendwo raussticht aus all den Emotionen, die wir so haben, ist die Wut. Weil die Wut ist das, was wir gelernt haben, wogegen wir Widerstand haben sollten, was wir nicht haben dürfen, was wir uns nicht erlauben dürfen. Und Carmen, du bezeichnest dich als Emotionsexpertin. So, erzähl einfach erstmal kurz, was macht dich zu einer Expertin in Bezug auf Emotionen? Ich habe angefangen, Emotionen zu erforschen, im Grunde genommen aus eigenem Antrieb. Es ist wie ganz viele, viele Geschichten bei Menschen, auch die eigene persönliche Geschichte. Ich hatte vor 11 Jahren einen ziemlich schweren Eingriff, eine Kopf-OP. Und ja, danach war mein Leben, wie ich es bis dahin gelebt hatte, nicht mehr existent. Und wenn man dann sehr, sehr lange Zeit krank ist und nicht mehr ein Teil von der Gesellschaft, dann kommen die unglaublichsten Emotionen hoch. Da kommen zum Beispiel Ängste, Existenzangst, Angst in der Ehe zu versagen, Angst nicht mehr arbeiten zu können, Angst finanziell zu scheitern, unter der Brücke zu landen. Also das waren wirklich massivste Emotionen, denen ich mich gestellt habe, stellen musste, weil die Alternative war nicht wirklich eine Option. Ja, weil das Ding ist ja, ne, wir haben immer Emotionen. Wir können es nicht verleugnen. Ja? Es gibt so diese Richtungen, diese spirituellen Richtungen, die uns versuchen zu verkaufen, dass wir emotionslos sein müssen. Wir sind in der Stille, wir sind im Jetzt und da gibt es nichts und alles wird belächelt, was Emotion ist. Und ich habe auch immer schon gedacht, was für ein Quatsch, wir sind Menschen. Ja? Und wir funktionieren aus Emotionen. Emotionen sind auch sozusagen unser Leitstern. Ja? Emotionen sorgen dafür, dass wir sehen, wo wir gerade stehen. Also es ist auch so ein bisschen entgegen Emotionsbashing. Wir wollen Emotionen nicht verurteilen, nicht bewerten, nicht schlecht machen, sondern wir wollen sie eigentlich feiern. Weil Emotionen sind etwas, das uns sehr, sehr eigen ist als Mensch. Und wir können sie sozusagen für uns verwenden, statt sie gegen uns arbeiten zu lassen, oder? Absolut, absolut. Und genau diese Entdeckung habe ich eben damals gemacht. Das war für mich wirklich eine ganz große Sensation, weil ich war vorher eine Business Lady im International Sales Business weltweit unterwegs und damals und auch heute noch ist in vielen Unternehmen Emotion einfach immer noch tabu. Viele haben die wunderbare Macht der Emotion für sich in ihrem Leben noch nicht entdeckt. Und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, genau das rauszutragen in die Welt, weil ich damals unglaublich viel über Emotionen gelernt, gelesen, geforscht habe. Und ich habe auch jede Menge interessanter Erfolgsmenschen interviewen dürfen. Und gerade zu dem Thema Wut habe ich auch 2 mitgebracht heute Abend für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen. Einmal die Sabrina Settlur, die im Interview mit mir, ich mache da immer Emo-Talks, also Interviews über Emotionen. Und Sabrina Settlur hat da auch ganz klar gesagt, was raus muss, muss raus. Und das ist ja etwas, was wir in der Kindheit nicht so gelernt haben. Es ist einfach so, dass jeder kennt das aus dem Umfeld oder von den eigenen Kindern, wenn sich die Kinder auf den Boden werfen und mit Händen und Füßen strampeln und wütend schreien. Was macht das Umfeld? Was machen die Eltern oder andere Menschen? Die Kinder bekommen einen Dämpfer. Wir bekommen beigebracht, dass wir Emotion, Wut, Angst, wenn wir weinen, wir sollen diese ganzen Emotionen unterdrücken. Und das ist das, was sich dann natürlich auch ganz tief in unserem Gehirn, ich habe eins mitgebracht. Oh, du hast ein Gehirn mitgebracht. Oh. Ich wollte ausnahmsweise mal nicht Gehirn los.
Nein, also es ist ja tatsächlich so, dass sich das ja dann alles in unserem Gehirn manifestiert. Und das emotionale Zentrum ist ja im limbischen System, unsere Amygdala. Und natürlich ist das schwer, wenn wir wütend sind und wenn wir aus dem Affekt heraus dann reagieren, also wenn das direkt in der Amygdala ist, also das Gehirn feuert. Das ist dann wirklich schwer, das zu kontrollieren. Was wir aber tun können, ist, dass wir Stück für Stück lernen, mit unserer Wut umzugehen. Und ich sage immer, das sind Ausschläge. Und es geht darum, mit den Emotionen einmal die Ausschläge zu kompensieren. Also wenn ich in der Wut bin, erstmal den Druck abzulassen. Oder wenn ich in der Trauer bin, dann wieder die Energie hochzufahren, damit ich in so ein, man sagt ja dazu auch in der Fachsprache Windows of Tolerance, Toleranzfenster, dass man also in einer Auf- und Abbewegung ist, was ganz normal ist, die in einem Rahmen ist. Das ist so die erste Stufe, ich nenne das Emotionsmanagement. Die Kür, wie beim Schlittschuhlaufen, ist, wenn ich es schaffe, das, was ich an Energie habe, an Wut, wenn ich also den Druck abgelassen habe, diese Energie dafür einzusetzen, dass ich meine Ziele erreiche. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel Spaghetti mache, ne, und ich lasse es voll an, ich drehe es nicht runter und irgendwann kommt die ganze Soße raus. Und deshalb ist es wichtig, rechtzeitig den Deckel aufzumachen, die Energie etwas runterzubremsen. Und dann aber den Rest der Energie weiter zu nutzen, weil die Spaghetti müssen ja auch irgendwie gekocht werden. Ja, oh, super Beispiel. Und du hast gerade gesagt, das ist eine Methode und dann ist es die Kür. Aber lass uns noch mal kurz darauf zurückgehen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für uns zu begreifen, dass wir in der Kindheit gelernt haben, dass Wut etwas ist, das wir nicht haben sollten. Ja, und ich glaube, Absolut. das trifft für uns alle zu. Das ist gesellschaftlich nicht angesagt, dass wir alle rumtoben. Und es ist eigentlich ja auch gut so. Ich möchte dann nicht da draußen sein, wenn alle anfangen zu toben wegen irgendwas, ja? Natürlich, Ja? Choleriker sind auch nicht so tolle Richtig, Leute. richtig. Aber so als Kind, wenn wir die Welt noch als magischen Ort sehen, es wirklich erst ab einem gewissen Alter haben Kinder überhaupt die Wahrnehmung, dass die Welt von ihnen getrennt ist. Ja, sie sehen sich als Mittelpunkt der Welt. Und alles andere gehört zu ihnen. Sie sehen noch nicht, da ist wer anderer, der vielleicht Bedürfnisse hat oder so. Also das ist diese Phase der Kindheit, in der wir wütend werden, wenn das, was wir glauben, was sein sollte, nicht ist, zum Beispiel. Und wenn wir dann immer zu den Dämpfer bekommen, zu sagen, das ist nicht, das darfst du nicht, das ist schlecht, weil das ist ja, was wir hören. Das ist schlecht, du bist schlecht. Ja, wenn wir hören, das ist schlecht, hören wir, du bist schlecht. Und da Richtig. beginnt es, dass wir diese Wut in uns unterdrücken. Ja, weil wir gelernt Genau. haben, es ist was Schlechtes. Und ich muss das eben kurz erzählen. Also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht bei Kursen oder mit Klienten, wenn Kinder im Raum sind, also und vielleicht sogar Kinder, die viele Freiheiten haben, die noch nicht so unterdrückt sind, die gelernt haben, ich darf mich ausdrücken und dann toben die vielleicht und rennen rum und schreien, während die Erwachsenen eigentlich zuhören wollen, während die sich konzentrieren wollen. Und einige von den Leuten wurden extrem wütend darüber. Ja, also die sehen diese Kinder, die Freiheit, die die Kinder haben, und die wurden extrem wütend, haben das aber nicht als Wut identifiziert, sondern haben gesagt, das gehört sich nicht. Ich muss mich konzentrieren können. Aber du hast spüren können, wie in ihnen es gebrodelt hat. Ja? Und das war für mich auch immer so ein Hinweis, ja, die sehen etwas, was sie erinnert an sich selbst als Kind. Und die dürfen das und ich durfte das nicht. Und da kommt die Wut. Und das ist für mich so ein Beispiel von unterdrückter Wut. Absolut. Ja, ich durfte das damals nicht, ich durfte das nicht ausdrücken. Jetzt wird das im Außen getriggert wieder, dieses alte Erlebnis. Und da kommt diese extreme Wut hoch, die aber nicht positiv für uns ist, die nur ein Ausdruck einer vergangenen Emotion ist, die wir unterdrückt haben, oder?
Absolut, sehe ich ganz genauso wie du. Es ist ja so, dass wenn es zu Explosionen kommt, ne, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass der Grund, warum ich jetzt dann explodiert habe, nicht tatsächlich die Situation ist, in der ich mich aktuell befinde, sondern das sind die ganzen vielen Situationen aus der Vergangenheit, die in mir implodiert sind sozusagen, weil ich sie nicht rausgelassen habe. Und dann macht es irgendwann mal Peng. Und ganz, ganz oft, also das erlebst du sicherlich auch mit deinen Klienten, ist es eben so, dass es dann im privaten Umfeld passiert, da, wo wir es eigentlich so überhaupt nicht möchten. Aber wir sind ja Menschen letztendlich. Es muss raus, genauso wie beim Spaghetti. Kochen eben dann das Wasser überlaufen muss, wenn ich nicht achtsam bin und den Deckel anhebe und es runterreguliere. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auf diese Art und Weise sich seinen Emotionen letztendlich auch zu stellen. Ganz viele Menschen sind sich ja nicht bewusst, was da in ihrem Innersten vorgeht. Und woher sollen sie es denn auch wissen? Die Eltern, die hatten mit ganz anderen Dingen zu kämpfen und das, worüber wir heute so selbstverständlich sprechen, das gab es früher gar nicht. Auch diese Medienflut heutzutage kann man sich ja wirklich sehr gut informieren. Und trotzdem, das eine ist, wenn ich jetzt wie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hören, was wir sprechen, dann nehmen sie ja ganz viel auch auf der rationalen Ebene wahr. Und das Wichtige ist aber, etwas zu spüren. Wir sprechen im Sprachlichen immer vom Verstehen, vom Verständnis. Ich finde, wir sollten viel mehr darüber reden. Ich spüre es. Ich spüre dich. Ich spüre mich. Weil dann sind wir auf einer Ebene, wo auch der Wandel möglich ist. Vom Verständnis aus ist es, gibt es auch Techniken, aber da kommt man sehr schnell an Grenzen. Das habe ich selbst an mir damals auch erlebt. Ja, du hast ja. Kognitive Techniken sind, ja, sie sind wichtig und hilfreich, bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kommt man da an einen Punkt, da ist es einfach wichtig, noch etwas tiefer einzutauchen. Ja, da bin ich ganz deiner Ansicht. Wir müssen tief eintauchen. Und das ist das, was so viele da draußen, glaube ich, mit Erwachen bezeichnen. Wir müssen sehen, wer wir sind, wie wir funktionieren, was uns umtreibt. Und was du vorhin erwähnt hast, das ist ja auch so, sehr oft haben wir ja dieses, wir sind geduldig, wir nehmen etwas hin, wir nehmen es hin und dann lässt unser Mann wieder mal die Socke vor dem Wäschekorb fallen, statt ihn in den Wäschekorb zu hauen und wir explodieren. Und wir wissen gleichzeitig, wie bescheuert das ist. Ja? Wir wissen, oh Gott, nur weil so eine Socke auf dem Fußboden landet, drehe ich durch. Aber die Geschichte dahinter, was dazu geführt hat, dass ich ausraste wegen dieser Socke vor dem Wäschekorb, ist eine Geschichte von, ich habe mich immer klein machen lassen, ich habe nie gesagt, was ich wirklich will, ja, ich habe immer unterdrückt, was wirklich in mir ist. Ja? Ja, So, absolut. und das Interessante an der Geschichte ist ja nicht nur erstens, dass wir eben hinschauen, was ist und dass wir erkennen, wie wir funktionieren, wie wir getriggert werden, was wir unterdrückt haben, sondern das Interessante, was du auch sagst, ist, Wut ist eine Energie. Absolut. Ja? Und es hängt davon ab, wie wir diese Energie bewerten. Ja. Wenn ich es wirklich schaffe, es nicht zu bewerten, sondern es frei zu sehen, dann komme ich auf eine ganz andere Ebene. Und ich habe das Buch mitgebracht für heute Abend von Arun Gandhi. Das ist der Enkelsohn von Mahatma Gandhi. Und ich finde schon alleine der Titel, da bekomme ich schon Gänsehaut. Und das ist einfach ein anderes Bewusstsein, durch das ich durchs Leben gehe, wenn ich meine Emotionen als Energie verstehe, die mich zu meinem Ziel hintragen. Ich sage gerne, wenn ich mit meinen Klienten trainiere, stellen Sie sich Ihre Emotionen vor wie so eine Quadriga und Sie sind der Chef. Ich weiß nicht, kennst du Kiyosaki, den Cashflow-Quadranten, das Buch? Nein.
Okay, also der Kern, die Essenz des Buches ist der Mindset, wie ich mit meinem Vermögen umgehe. Und da gibt es im oberen Quadranten das A für den Angestellten, dann unten drunter das S für den Selbstständigen, dann das U für den Unternehmer und das I für den Investor. Und wenn ich als Angestellter arbeite, muss ich viel arbeiten, um Geld zu erwirtschaften, um da zum Investor zu kommen, wird schwer. Als Selbstständiger rödel ich ständig. Als Unternehmer muss ich mich für meine Mitarbeiter kümmern. Als Investor lasse ich das Geld für mich arbeiten. Und was der Cashflow, was der Kiyosaki mit seinem Cashflow-Quadranten sagt, sage ich mit meinem Emoflow-Quadranten. Weil wie stehe ich zu meinen Emotionen? Bin ich Angestellter, ich sage es sogar noch ein bisschen heftiger, bin ich Sklave meiner Emotion. Das Absolut. heißt, die Wut oder die Angst, die peitscht mich und ich bin ganz klein, ganz hilflos, ganz machtlos und kann gar nichts mehr tun. Ich bin in der Starre. Der Peter Levine beschreibt es ja auch sehr schön in seinem Buch. Da geht es Kennst du um die Geschichte? Traumatherapie, ne? Genau, Ja. Traumaheilung, genau. Also, oder kann ich es schaffen, mich aus dieser Starre zu lösen? Die Energie zu erkennen, meine Quadriga zu erkennen und zu sagen, jawohl, klasse, dass ihr da seid. Auf geht's und los. Ja, Ziel und werden. das ist eben der Schritt, egal welche Methode man anwendet, ja, egal welches Bild man hat davon. Das ist dieser eine Schritt zu sehen. Ich bin kein Opfer, sondern Ganz ich bin genau. machtvoll. Ich bin diejenige oder derjenige, der sein Leben gestaltet. Ich meine, das ist für mich die einzig wichtige Erkenntnis. Danach kann ich alle möglichen Methoden verwenden. Das muss Das erstmal ist begriffen, richtig. ja, und das muss Ja. erstmal begriffen werden. Und in Bezug auf unsere Emotionen ist es halt für viele Menschen oft schwierig, weil sie wie ein Blatt im Wind von Situationen getriggert werden und in diese Emotion geschleudert werden. Lass uns bei der Wut bleiben, in die Wut. Und in diesem Moment ist es so schwer, es ist so schwer, das zu verändern. Ja, Absolut. aber wir haben immer wieder das Hinterher und das Vorher, indem wir sozusagen uns bewusst werden können, was da mit uns geschieht. Und ich meine, du hast deine Methoden, wie du es mit deinen Klienten veränderst. Ich habe meine Methoden. Und eine Geschichte, die ich immer wieder auch sage, ist, Wut ist etwas Intensives. Ja, und Intensität ist was, was wir von klein auf gelernt haben zu vermeiden, weil allermeistens war Intensität, die uns begegnet ist, nichts Freudvolles, sondern etwas Schmerzliches. Ja, also wir sind geschimpft worden, wir sind vielleicht geschlagen worden. Es ist eine Energie auf uns gerichtet worden, die uns hat klein werden lassen. Das heißt, wir haben Genau. von klein auf gelernt, Intensität ist etwas Schlechtes. So, wenn wir diese Intensität in uns fühlen, sagen wir automatisch, das ist was Schlechtes. Und jetzt mal ab vom Thema, aber das hat zum Beispiel auch mit Orgasmusschwierigkeiten zu tun. So, wenn wir intensiv fühlen, zucken wir automatisch zurück. Es ist Intensität, die wir versuchen zu vermeiden, egal in welcher Form. Ja. So, jetzt Carmen, wenn wir jetzt irgendwo anerkennen, ja, wir haben Wut in uns unterdrückt. Wut ist eine Intensität, die wir bewerten auf die eine oder andere Weise. So, wie kommen wir zu diesem Schritt, wo wir sagen, okay, da ist Wut, das ist eine Energie und die nutze ich jetzt für mich. Wie machen wir das? Also zuerst ist es wichtig, den Überdruck rauszulassen. Also wirklich das Ventil zu öffnen, dass das, was einfach an Überdruck da ist, raus kann, weil es darum geht, wirklich wieder klar denken zu können. Dann kann ich meine Emotionen handhaben. Und da ist jetzt gerade in Corona-Zeiten Kreativität angesagt. Früher hätte ich gesagt, nehmen Sie Ihren Tennisschläger, hauen Sie auf den Ball drauf oder beim Fußball oder beim Volleyball. Also Sport in jeglicher Hinsicht ist eine tolle Geschichte. Jetzt in Corona-Zeiten, wenn es darum geht, wirklich ganz konkret
es gibt ja unterschiedliche Dinge, über die ich wütend werde. Ne? Es kann ein Mensch sein, es kann eine Situation sein, es kann einfach auch ich selbst sein, weil mir irgendwas nicht gelungen ist. Die Wut kommt auf, wie kann ich jetzt damit umgehen? Also eine tolle Geschichte ist zum Beispiel auch, dass ich habe das dann im Internet gefunden, da gibt es so aufblasbare Baseballschläger und dann kann man wirklich auch mit dem Baseballschläger mal seine Energie rauslassen, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, irgendwie Tennis zu spielen oder tatsächlich in Tai Chi oder Qigong gibt es so unterschiedliche Bewegungsabläufe, wo ich dann wirklich ganz bewusst für mich Energie rauslassen kann. Wenn ich das geschafft habe, dann merke ich, der Druck ist weg, aber die Wut ist ja immer noch da. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel von mir aus der Praxis. Damals, als ich die OP hatte, durfte ich regelmäßig zu Untersuchungen gehen und bei einer dieser Untersuchungen kam das Gespräch auf über das Thema Rezidiv, also die Gefahr, dass es wiederkommt. Und mich hat es komplett umgehauen und ich hatte eine enorme Wut im Bauch. Und das ist wichtig zu wissen, wann werden wir wütend? In dem Moment, in dem wir hilflos sind, weil uns irgendjemand nicht mal bewusst Schmerz zugefügt hat. Ja. Also ich bekomme einen Schmerz und ich reagiere mit Hilflosigkeit und es drückt sich aus in Wut. Und dann habe ich mir klargemacht, das, was ich zu dem Zeitpunkt gelernt hatte, ich bin nicht die Emotion. Ich bin nicht die Emotion. Es ist nur ein Teil von mir. Und Schulz von Thun, kennst du ja bestimmt den Kommunikationsguru, ne? Er spricht ja von seinem inneren Kompetenzteam. Ich spreche gern von meinem inneren Potenzialteam, weil Angst, Wut, Frust, Trauer und so weiter, das sind ja alles Ausdrücke, das sind Helfer, die wollen mir sagen, hallo, hier stimmt irgendwas in deinem Leben nicht. Und wenn mir jemand sagt, hier, du hast ein Rezidiv, aber sag mir nicht, das und das kannst du tun, weil es auch nichts gibt, was du tun kannst, unterm Strich, außer hier zu arbeiten. Und was nicht ohne ist. Absolut. Das ist Hardcore-Arbeit. Definitiv. Aber die lohnt sich. Ja, die das ist das Einzige, sich, was sich lohnt. Ja. Absolut. Unser Leben ist so verdammt endlich. Es kann jeden Tag vorbei sein, das Leben so, wie wir es führen. Und Gott sei Dank müssen wir nicht mit dem Bewusstsein, die meisten Menschen müssen mit diesem Bewusstsein nicht leben. Bei mir ist es etwas anders. Also ich darf schon immer wieder daran denken, okay, es ist ein Geschenk, dass ich leben darf. Und deshalb ist es für mich total wichtig, hier oben aufgeräumt zu sein und hier mit mir in Harmonie zu sein. Und wenn es Probleme gibt, dann geht es darum, sie anzusprechen. So, und ich hatte also diese Wut im Bauch. Ich habe darüber nachdenken können und habe gedacht, wie transformiere ich jetzt diese Wut? Wie nutze ich sie als Emo-Power, als tolle Emotionsenergie? Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe so ein Konzept entwickelt, wie man mit den Ärzten sprechen kann, wie Patientengespräche in solchen Situationen anders laufen könnten. Ich habe mich für ein Langzeitprojekt zur Verfügung gestellt, das tatsächlich auch ins Leben gerufen wurde. Und die haben das dann tatsächlich auch gemacht. Und das ist dann eine ganz andere Qualität, weil wenn aus etwas, was quasi als negativ bewertet wird, etwas Wunderbares, Neues, Tolles entsteht, da gehe ich immer noch ab. Super. Aber das ist so wichtig, was du gesagt hast. Ja, eigentlich entspringt Wut immer aus unserer Hilflosigkeit. Absolut. Und es geht darum, diesen Zustand von Hilflosigkeit in einen Zustand von Macht zu verwandeln. Nicht Macht über jemanden, aber Macht über sich selbst. Ja? Und ich glaube, im Endeffekt, wenn wir das wirklich absolut beherrschen, werden wir nicht mehr diese heftigen Emotionen haben. Oder? Wie siehst du das? Ich denke mir immer, bin wirklich selten wütend oder selten super traurig oder selten frustriert. Ich glaube, wenn wir irgendwann wirklich kapieren, dass alle Emotionen, wie
Leitsterne sind, ja, die uns einfach Informationen übermitteln, müssen wir ihnen nie wieder hilflos ausgeliefert sein. Und wir erkennen, dass wir diejenigen sind, die all die Dinge nutzen, die da sind, um das zu manifestieren oder zu kreieren oder zu erschaffen, was wir haben wollen. Und dann ist diese Intensität, die uns hilflos macht, wieder eine Intensität, die uns Energie gibt. Ja, ich würde es so beschreiben, dass die Ausschläge, dass es nicht mehr so extrem ist. Also nehmen wir auch mal, wir haben zwar das Thema Wut, aber nehmen wir auch Angst, weil das gerade in Corona-Zeiten ein unglaublich starkes Thema ist. Jemand aus meiner Familie hatte vor kurzem eine ziemlich heftige OP. Da wurde ein Stück vom Wirbel entnommen und eingesetzt. Also das ist einfach irre, was heute medizintechnisch möglich ist. Sehr, sehr faszinierend. Und es ist ein Familienmitglied, zu dem ich eine sehr, sehr große Bindung habe. Und ja, dieses Mitglied hat sich mir anvertraut und hat erzählt, natürlich ganz große Ängste und so weiter und so fort. Und ich habe mich selbst beobachtet, war sehr, ja, ich fand das interessant, wie gelassen ich mit der Situation umgehen konnte. Also nicht gleichgültig, das ist ein Riesenunterschied. Also nicht gleichgültig. Also es ist ja natürlich auch eine lebensbedrohliche Situation, gar keine Frage. Aber ich bin nicht emotional reingerutscht. Und das ist eben dieses, wie du es eben gesagt hast, die Macht der Emotion, diese Emo-Power, das ist eine Qualität. Wenn wir das im Leben erlernen und dass es erlernbar ist, dafür bin ich und auch du der lebendige das lebendige Beispiel. Das ist so schön, dass wir solche Dinge erlernen können. Auch das Thema Vergebung. Also ich war eben... bei mir war das so, dass die Rezidive dann tatsächlich auch gekommen sind. Und ja, auch da habe ich im ersten Moment schon auch gedacht, was ist jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Wie hätte ich das anders machen können? Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, dass wir auch bei uns, wir suchen einfach den Fehler. Ja, immer. Wir suchen immer den Fehler und wir suchen ihn bei uns zuallererst. Absolut. Und aus diesem Gefühl heraus hatte ich so eine Sehnsucht zu lernen, was ist Vergebung? Und ich habe wirklich mich sehr lange damit auseinandergesetzt, bis ich den Weg für mich gefunden habe, wirklich dieses ganz große Wort Vergebung, das ist wirklich was unglaublich Großes. Wenn wir das schaffen, wir wachsen über uns selbst hinaus und das ist einfach nur großartig. Und wenn wir uns selbst vergeben können und damit auch anderen Menschen vergeben können, wir können so viel leichter durchs Leben gehen und das Leben ist so viel reicher und so viel heller und strahlender. Also. Wir machen nochmal einen extra Zoom, Carmen, über Vergebung, weil das sehe ich total anders. Okay. Ja, spannend, oder? Ja. Aber da machen wir mal was drüber. Das ist ein tolles Thema. Ja? Da reden wir mal über Vergebung. Vergeben und vergessen. Nee, vergessen nicht. Das ist anderes. Und bei mir ist gerade umgekehrt. Da machen wir mal was drüber. Das wird spannend. Okay. Ja. So, dann würde ich sagen, liebe Carmen, fass vielleicht noch mal ganz kurz zusammen. Ja? Also ich bin jetzt jemand, der sich seiner Wut ausgeliefert fühlt, der immer wieder getriggert wird durch bestimmte Dinge, wo ich ausraste und ich lasse es an irgendwelchen Menschen aus, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. So, vielleicht ein paar Tipps für Menschen, denen es so geht, mit denen man gleich was anfangen kann. Aufstehen, in den Boden stampfen, so wie wir es als Kind gemacht haben. Oder wirklich mal, wenn man im Auto sitzt, habe ich auch schon gemacht, mal einen Schrei erlassen, da hört einen keiner. Wer mutig ist, kann auch in den Wald rausgehen und wirklich mal es aus allen Zellen, wie so ein Urschrei, es rauslassen und sich dabei nicht schlecht fühlen und denken, oh Gott, hört mich jetzt jemand? Sondern wirklich, wow, ich lasse es raus. Sport ist
einfach fantastisch. Ballsport besonders, wenn das nicht funktioniert, wirklich beim Laufen so, ich stampfe es jetzt raus aus mir. Nordic Walking ist auch eine super Geschichte. Kann man gleich mit den Was, Stöcken fuchteln. ja, oder wirklich dann, wie wir beide das tun, jemanden sprechen, mit dem man das dann wirklich besprechen kann und sagen kann, ich bin so wütend auf. Und wenn dann unser Gegenüber da ist und wir das einfach so rauslassen dürfen, das ist so ein Segen, das ist so eine Wohltat, zu spüren, dass jemand wohlwollend, egal was passiert, reagiert und Ja. Verständnis hat und die Güte in sich trägt, das ist, ja, das ist einfach schön. Okay, cool. Ja. Aber nicht alles rauslassen, einen kleinen Rest behalten oder den größten Anteil behalten, weil die Energie dann dafür einsetzen, was man dann damit erreichen will. Weil es ist ja ein Problem da und jetzt brauche ich die Energie, um die Lösung zu finden und um die Lösung auch, Ja, ja, und diese umzusetzen. Energie wirklich, also zu erkennen, dass wir, wenn Ja. wir, dass wir ein Opfer sind, wenn wir unserer Wut hilflos ausgeliefert sind, aber dass wir die machtvollen Erschaffer unserer Welt sind, wenn wir die Intensität von Wut für uns verwenden. Cool. Ja, also Sabrina Setlur macht das mit Gesang. Fabian Hambüchen, der hat Ich im kenne die alle nicht. Du Interview. kennst sowas, ich kenne die alle nicht. Sabrina Sabrina Setlur. Setlur ist Deutschlands erste Rapperin, war die damals. Oh, ja, jetzt weiß ich, der Name kam mir bekannt vor. Und der Fabian Hambüchen ist der Goldturner, der hat jede Menge Medaillen gewonnen. Und ist auch viel in den Medien, hat inzwischen ein eigenes Unternehmen und ja, auch ein sehr, sehr interessanter Mensch. Das ist sowieso immer cool, oder? Wenn wir uns in der Welt umschauen, und ich meine, jeder guckt woanders hin, aber wenn wir uns in der Welt umschauen nach Vorbildern, nach Leuten, die es geschafft haben, ja, die für uns eine Inspiration sind, das ist immer wertvoll. Weil das Ding ist, wenn wir uns immer auf die ausrichten, die es nicht geschafft haben, bleiben wir hängen in dem, ja. Aber wenn wir uns fokussieren auf die, die es geschafft haben und sagen, oh wow, wenn die es geschafft haben, dann kann ich es Ja, auch. ja. Dann wird es eine ganz andere Welt für uns. Absolut. Ja, Und es ist ja. schön, dass es so Menschen gibt wie dich und mich, die eben das als ihre Berufung sehen. Und ja, ich finde es einfach toll. Ja, Ich ich bin liebe nur so diese. reingerutscht. Ich weiß gar nicht. Ich schreibe eigentlich Kinderbücher, stelle ich gerade fest, im Augenblick. Aber das ist doch lustig, oder? Wir gehen durch unser Leben und das tun wir beiden ja schon seit einigen Jahren. Und Oh die Dinge ja. entwickeln sich und entwickeln sich und es kommt was Neues und es kommt wieder was Neues. Und im Laufe dieses Weges lernen wir so viel und entdecken so viel und aus dem werden wir neu. Ja. Ja. Und das ist das Abenteuer, glaube ich, das wir alle erleben können, uns immer wieder neu zu erfinden, uns neu zu definieren. Oder gar nicht mehr zu definieren. Wandeln. Ja, absolut, wir wandeln uns. Supi, Carmen, ich danke dir. Ja. Ich danke dir herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Fand ich sehr schön. Und ich hoffe, Leuten, euch da draußen, es hat was geholfen. Also, wenn ihr jetzt Wut habt, wisst ihr, was ihr tun müsst. Es rauslassen, aber nicht alles. Den größten Teil nicht zu bewerten und eben für euch verwenden. Das Okay. hast du wunderbar gesagt. Ich danke dir. Wir sehen uns bald, hoffe ich. Freue ich mich riesig. Ich wünsche Okay, dir ein cool. wunderschönes Wochenende. Ich dir auch und allen anderen da draußen auch. Ja, macht's gut, ihr Tschüss. Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.